Nicht die feine Art, aber wie es aussieht, ist das der einzige Weg. Was ist denn da los? Wie geil. Ja, lauf. Schnell rein. Sagen Sie, Kollege, haben Sie den Sinn dieses Senders nicht richtig verstanden? Tut mir wirklich leid. Ich muss versehentlich an den Knopf gekommen sein. Seien Sie das nächste Mal vorsichtiger, verdammt nochmal! Wenn der wüsste, ne? Das Radio aus dem Cockpit. Ich werde es später zurückbringen, wenn ich es nicht mehr brauche. Ja, dann sag mir bitte, wie ich das benutzen kann. Oder? Also jetzt hoffe ich, dass ich das richtig in Erinnerung habe. Du kennst das, hm? Dein Lieblingssender? Gut, sehr gut. Hörst du mich? Okay, hör zu, mein Junge. Was immer dir passiert ist, du musst dich erinnern. Wir werden mit dem letzten Erlebnis vor deiner Einlieferung beginnen. Entspann dich. Du erinnerst dich an den Abend, an dem man dich fand. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist unheimlich. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Ein Luftschacht. Lieber nicht. Lieber nicht. Verdammt ist das finster hier. Da ist eine Tür. Die ist abgeschlossen. Das wird das Schloss sein. Oh nein. Was ist? Ein gottverdammtes Kombinationsschloss. Kannst du es öffnen? Ich versuche es. Ich erinnere mich an ein Codeschloss, aber ein anderes. Die Kombination war 1, 5, irgendwas. Hast du nichts dabei, das dir helfen könnte? Eine Knarre und ein Zettel mit kryptischen Zahlen drauf. Hast du ihn geschrieben? Nein, das ist nicht meine Handschrift. Woher hast du? Ich habe keine Ahnung. Ich will nur aus diesen verdammten Gängen raus. Du hast es bereits geschafft. Du musst dich nur erinnern. Ich beeile mich besser. 1, 5 irgendwas.
groß geteilt durch x. Da steht ein Code drauf. Da steht ein Code drauf. Ah, Mist. Kann man da wieder rausgehen? Ja. Also die kann man gar nicht drücken. Ich dachte, das wäre jetzt löschen, 0. Es tut sich nichts. Minus 2, also, ups, 8, 8, 1, 5, 12, 1, 5. Lieber nicht. Zehn plus zwei. Zehn minus zwei. Zehn minus zwei ist 8, plus 15 ist 23, das wäre ein bisschen kurzer Code. Scheiße. Minus 10 plus 15 ist 5. Plus 2. 7 geteilt durch x. Haha. Verstehe den Code nicht.
steht ein Code drauf. Also ich muss das immer wieder löschen, oder? 1, 5, 1, 0, 2. Also ich muss da immer wieder löschen, verdammt nochmal, ich vergesse das immer. 1, 5. Minus 10 ist 5. Plus 2 ist 7. Keine Ahnung. Ziemlich massiv, diese Tür. Es sind immer extrem hilfreich, diese Bemerkungen. Nichts zu machen. Da will er nicht durch? Lieber nicht. Zehn minus zwei ist acht. Zehn plus zwei ist 12. 10 geteilt durch 2 ist 5. AX für das Mal, ach so. Nicht geteilt durch X, sondern Mal. Zehn minus 2 ist 8. 10 plus 2 ist 12. 10 geteilt durch 2 ist 5 und 10 mal 2 ist 20. Muss ich denn die einzeln eingeben oder wie? Eingabe und löschen. Ich gehe noch mal raus. Also, 10 minus 2 ist 8. Aha, das scheint zu stimmen. Okay. Da muss ich einfach immer die Eingabe nach jeder Zahl drücken. Was haben wir? 8. 10 plus 2. 12. Ja. 10 geteilt durch 2. Ist 5
Und 10 mal 2 ist 20. Ah, ich glaube, jetzt hat es geklappt. Okay. Ich dachte, wir müssten das X irgendwie finden. Na endlich! Mist, links ein Riesenventilator, rechts geht's auch nicht weiter. Da draußen schießt jemand. Ich glaube, da geht's ins Freie. Jetzt hast du halt keine Waffe mehr. Okay, jetzt schnell. Scheinen alle irgendwie am selben Ort zu sein, ne? Das... Irgendwo im Untergrund. Rausgehen oder nicht? Wo bist du? Ich bin eine Röhre raufgeklettert. Unten lag ein Gitter und eine Brechstange. Was sagst du da? Hier war wohl schon jemand. Ja, das glaube ich auch. Schön, mir reicht's jetzt hier. Ich hau ab. Hier steht eine Öltonne. Er benutzt denselben Weg, den der eine ihm schon vorgegangen ist, ne? Weil das Fass bereits da steht, das angeschossene. Nur diesmal schießt halt keiner rum. Er hat zwar jemanden schießen gehört, aber... Nichts wie weg jetzt. Wahrscheinlich ist er kurz nach dem anderen gekommen. Also alle ungefähr um dieselbe Zeit, ne? Ich sollte nochmal mit ihm reden. Vielleicht komme ich weiter, wenn ich ihm eine Aufzeichnung vorspiele. Ja, dann mach das bitte. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist... unheimlich. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Mal sehen. Das war die Aufnahme von eben. Meinst du, du kannst dich erinnern, was davor geschah? Was hast du getan, bevor du in diesem Korridor gelandet bist? Die Küche. Ich bin in der Küche. Hey. Da ist der Agro-Typ. Ich vermisse etwas, mein Lieber. Und wenn? Halt dich fern von mir. Kommst du mir noch einmal dumm, dann bist du dran. Jetzt habe ich aber Angst. Wir haben uns verstanden. Komm mir noch mal zu nah und ich knall dich ab. Dieser Armleuchter.
Es wird wirklich Zeit, hier abzuhauen. Ich muss nachsehen, ob der Schlüssel noch da ist. Und dann los. Den hatte er ja noch gerade eben, ne? Den Schlüssel. Und da ist die, da kommt er dann runter in diesen Gang, ne? Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Waffenlager? Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Gefängnis. Die Tür ist abgeschlossen. Nein, da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Tür? Also da kommt er wieder. Grays Zimmer? Schauen wir mal. Den Schlüssel. Okay, der Schlüssel ist noch da. Also die sind alle in diesem Militär, in der Militär, in dieser militärischen Einrichtung. Alle zusammen höchstwahrscheinlich, ne? Abgeschlossen. Jetzt wissen wir allerdings, wie sie heißen. Victoria, Ray. Abgeschlossen. Und Jonathan. Er ist abgehauen. Weiß der Himmel, wo er steckt. Das ist der Agro-Typ, der Jonathan. Victoria. Und abgeschlossen. Laura. Weiß nicht, soll ich mir die Namen aufschreiben? Mit dem Idioten habe ich nichts mehr zu tun. Also der Idiot ist der Cliff. Und der Jonathan? Und der Ray? Nein, da gehe ich nicht nochmal runter. Dann gehen wir da runter. Ray, Victoria, Cliff, Jonathan. Wie war die andere? Laura. Und da kommt er nicht runter. Kriegt die Krise. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Ja, welche denn? Such irgendwo ein Seil oder was? Irgendetwas. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, offen.
Okay. Ich bin in der Gefängnisbaracke. Irgendwo da hinten hatte ich ihn eingeschlossen. Was hat er denn da eingeschlossen? Die Tür ist noch abgeschlossen. Was ist das für ein komisches Lager? Mal sehen. Wie hat er es bloß geschafft, das Ding zu entfernen? Ja, in der Verzweiflung, ne? Er hat das Gitter des Lüftungsschachts aufgeschraubt. Merkwürdig, ich hatte ihn doch durchsucht. Sieht verdammt düster aus. Ich sollte die Taschenlampe holen. Ich glaube, sie liegt noch drin. Wo drin? Nein, da gehe ich bestimmt nicht mehr rein. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Nein, dahin gehe ich nicht mehr. Okay. Sieht alles irgendwie gleich aus. Taschenlampe, wo war die denn?